Hallo Alexander Bühler, schön, dass du Zeit gefunden hast, zu uns heute ins Haus Konstruktiv zu kommen. Wir befinden uns hier im vierten Stock unseres Museums. In den ersten drei Etagen zeigen wir Werke aus unserer Sammlung. Du wurdest etwa vor einem halben Jahr eingeladen, im Rahmen dieser Sammlungsausstellung einen Raum zu bespielen. Magst du uns etwas darüber erzählen, über deine Überlegungen, deine ersten Ideen, darüber, wie du es umgesetzt hast und was wir jetzt hier sehen? Ja, gerne. Ja. Also diese Arbeit, vor der wir jetzt stehen, die heißt Billboard Nostalgia. Und der Ursprung von der Arbeit, der kommt eigentlich aus einer sehr großen Inspiration von Mexiko, weil ich seit 2014 regelmäßig in Mexiko, zwischen Mexiko und der Schweiz, in Zürich lebe. Und ich habe dort angefangen zu arbeiten an kleineren Werken, und das ist eigentlich jetzt ein Produkt meiner Zeit in Mexiko-Stadt, wo ich mich sehr mit der Architektur befasst habe, aber auch mit der Stadt und mit der Kultur. Und ja, zum Ersten. Wunderbar. Du hast es gesagt, du hast in Mexiko gelebt. Ich weiß auch, dass du 2019 eine ähnliche Arbeit schon konzipiert hast. Wenn du jetzt diese Arbeit anschaust, sie heißt City Unfolded. Inwiefern unterscheidet sich diese Arbeit zu derjenigen, die wir hier sehen? Also die erste Arbeit, die ich gemacht habe, City Unfolded, das war in Mexiko, auf einer Wand, die wieder aufgebaut wurde nach dem Erdbeben in 2017. Das war eine Wand von 10 Meter auf 3,30 Meter und ich habe die Wand direkt bemalt. Also es war eigentlich wie eine Art Mural, dass ja in Mexiko die Muralisten sind. Ja, es gibt sehr viele sehr große, Alfredo Siqueiros, Diego Rivera. Also ich habe mich da schon ein bisschen inspirieren lassen. Und dieses Werk jetzt hier ist in dem Sinn anders, dass es natürlich wie eine Installation in einem Raum ist. Ja. Institutionell und nicht an einer Wand, zweidimensional, sondern dreidimensional. Und das ist, glaube ich, der wirklich große Unterschied. Interessant finde ich, das hast du mir auch erzählt, dass hier für diese Installation hast du Vorlagen verwendet, kleine Paneele, Zeichnungen, Entwürfe hast du die schon genannt. Magst du etwas darüber erzählen? Wie entstehen diese Vorlagen? Wie gehst du vor? Also der Ursprung von den Vorlagen, das sind eigentlich, ich würde das wie Übersetzungen nehmen von meinen täglichen Spaziergängen in der Stadt, von den Eindrücken, die ich habe von den Häusern, von den Farben, es gibt ganz viele Gärten, ganz viele Plätze in Mexiko. Und ich habe dann angefangen, theoretisch direkt mit dem Abdeckband zu zeichnen, das Abdeckband wie ein Bleistift zu benutzen und sehr intuitiv kleinere Formate zu kreieren. Und das ist eigentlich in der Zwischenzeit ein Archiv von individuellen Arbeiten, und aus diesem Archiv schöpfe ich dann die Kombination für diese, jetzt ganz spezifisch für dieses Werk hier, habe ich dann aus diesem Archiv Kombinationen gesucht, die sich ergänzen. Also das Archiv, das entspricht eigentlich sozusagen einem Baukastenprinzip. Das könnte man so sagen, ja. Gerade in der konkreten Kunst ist das ja für viele Kunstschaffende wichtig, dass sie immer wieder auf Module zurückgreifen können und die neu setzen. Das finde ich sehr interessant hier. Es ist tatsächlich so, dass einige deine Paneele, ich nenne jetzt die mal Paneele, dass die mich an Städtebauansichten aus der Vogelperspektive erinnern. Da so was Mäandermäßiges. Da hat man aber auch eher so typografische Zeichen, wie man sie vielleicht auch aus der Reklamewelt kennt. Ist das so? Hat dich das auch? Also ich meine, deine Arbeit heißt ja auch Billboard. Billboard Nostalgia, ja. Also ich würde sagen, das ist definitiv indirekt, fließen da sehr viele verschiedene Gedankengänge hinein. Und also wenn ich daran denke, jetzt auch, dass ich die Billboards, wenn man auf den Straßen, auf den Highways ist von Mexiko, gibt es auch sehr viele Billboards, die keine Werbung mehr haben, die von der Zeit
vom Wind, die sich zersetzen, die Strukturen zeigen, wie du jetzt sagst, Buchstaben, Bilder, Fragmente. Also es geht auch um Fragmente. Und ich würde sagen, diese jetzt auch hier, wenn man diese Paneele anschaut, es hat auch viel damit zu tun mit dieser Idee von einer Kartierung einer Stadt, dass man versucht, eine Stadt zu verstehen, architektonisch von oben. Und wie du sagst, da kommen also diese verschiedensten Elemente, werden dann reintegriert in diese Paneele. Werfen wir kurz einen Blick auf die Binnenstruktur. Du hast es gesagt, die entsteht durch das Master Tape. Es gibt eine Struktur. Besonders interessant finde ich die Stellen, die dann so etwas ganz Poetisches auslösen. Wir haben da ein sehr klares Liniennetz, eine Geometrie. Da wird sie aufgelöst. Ist das absichtlich so? Das ist absichtlich, ja. Für mich ist das auch sehr wichtig, jetzt gerade bei diesen größeren Panels, weil das spielt natürlich an auf den Entstehungsprozess der Kleinen, auf das sehr intuitive, sehr direkte Schaffen. Aber das ist ein sehr schnelles Arbeiten und ich reiße da auch ab. Und das ist natürlich jetzt eine Übersetzung wiederum von diesen Schnittstellen, die sehr vielleicht auch eher unbewusst stattfinden in den kleineren Werken. Und ich wollte das reintegrieren. Du versuchst eigentlich immer ein Gleichgewicht herzustellen zwischen Intuition und Kontrolle. Genau. Ich würde, das ist sehr schön gesagt. Ja. Wunderbar. Noch kurz was zur Farbgebung. Die ist ja doch auch in der konkreten Kunst nicht so zu finden. Was hat dich da inspiriert? Also farblich gesehen muss ich natürlich sagen, dass die Mexiko kulturell und farblich, das ist ein Farbenparadies. Also da muss man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Die Häuserfassaden beispielsweise. Häuserfassaden und natürlich auch, wenn ich jetzt zurückdenke, ganz spezifisch, war ich früher auch sehr inspiriert von Luis Barragán, von seiner Farbwahl, wie er Farben benutzt. Und ich denke, das sind so gewisse Ansätze. Aber ganz klar, die mexikanischen Häuser vielmal auch in ärmeren Vierteln, unreicheren Vierteln, die sind relativ farbenfroh bemalt, auch mit sehr knalligen Farben. Und das sind das natürlich auch die Inspiration her. Alex, lass uns noch die Rückseite dieser Vorderwand betrachten. Weil das ist die einzige Arbeit hier jetzt in diesem vierten Stock, die einen Vorderteil und einen Hinterteil hat, also beziehungsweise eine Rückseite. Wenn wir jetzt uns das anschauen, das ist tatsächlich eine Konstruktion, du hast das Material roh belassen. Wir sehen hier Sandsäcke, die haben eine einfache Funktion, nämlich diese Konstruktion zu stützen. Ja, das ist doch, also jetzt die Vorderseite, die Rückseite, was Backstage? Ja, also ich denke, ich sehe das natürlich jetzt gerade in diesem Zusammenhang. Für mich hat es etwas Theatralisches, das vorne, das wie man auch bei dem Theater, das was man sieht. Und meistens sieht man ja das als Betrachter, das was hinten ist, nicht. Und ich denke jetzt hier genau mit diesem Werk, mit dieser Installation, ist es wie ein bisschen ein Doppelspiel. Man darf vorne sehen und man darf auch hinten sehen, wie etwas konstruiert ist, wie es zustande kommt. Und und ich denke, das hat auch mit einer gewissen, es hat mit einer gewissen Ehrlichkeit zu tun, dem Werk gegenüber, würde ich jetzt. Ja. Wir haben hier eine Tafel, ein Gemälde. Auf den ersten Blick meint man, dass es vielleicht doch auch sehr viel zu tun hat mit den Paneelen auf der Vorderseite. Es zeigt die gleichen Maße und trotzdem hast du es auch so inszeniert, dass es schon fast was Sublimes hat. Wir sehen Goldtöne, wir sehen ein harmonisches Gleichgewicht von diesen geometrischen Formen. Es hat schon fast so etwas Triptychon-ähnliches, auch so wie es, also mit diesen drei Teilen in der Mitte. Malerei, was bedeutet sie für dich? Was willst du transportieren mit Malerei? Also die Malerei überträgt ja immer eine gewisse Emotion oder ein gewisses Gedankengut. Für mich ist Malerei etwas sehr Poetisches. Und ich denke jetzt gerade in diesem
Bild hier, das ich getitelt habe, The Element, wie du jetzt das auch sagst, kann man natürlich über diese, nur schon über den Titel, seine eigenen Assoziationen entwickeln. Ja. Und es ist auch ganz wichtig jetzt zum Beispiel, wie man jetzt hier sieht mit dem Gold, also das ist auch gemalt mit dem Pinsel, dass man auch sieht, dass es die Emotion ist da drin. Und mir geht es natürlich darum, um dieses Spiel wiederum zwischen Bildern. Und auf der Vorderseite, die Farben wurden nicht mit Pinsel aufgetragen? Die wurden auch mit Pinsel. Auch also mit beides Pinsel. Ist mit Pinsel. Und dazu, also was du jetzt sagst, vorne, wie gesagt, das ist natürlich dieses Baukasten, der zusammenkommt aus dem Archiv. Und es gibt natürlich auch jetzt hier, das wäre jetzt wie ein Einzelnes, das aus dem Baukasten herauskommt. Ja. Wenn du sagst, dass Malerei eine zentrale Rolle spielt in deinem Werk. Ja. Ich weiß, dass du seit 2010 auch Bücher herstellst, das verlegst auch. Inwiefern steht deine Arbeit mit Büchern in einem Zusammenhang mit deinem malerischen Werk? Gibt es da was? Bedingen die sich? Ja, also ich würde sagen, insofern, ich habe 2010 den Verlag AB Books gegründet, als eigentlich ein Mittel, als eine Plattform auch über Bücher Künstlerprojekte zu realisieren. Und ursprünglich war das eigentlich nur gedacht, so ganz kleine limitierte Editionen zu realisieren. Und in der Zwischenzeit hat mich das jedoch dazu bewegt, dass auch das Gedankengut in den Büchern und mit anderen Künstlern zusammenschaffen mir natürlich eine neue Sichtweise auch gezeigt hat, wie die Arbeiten im Buch, aus dem Buch funktionieren. Und es gibt da wie ein Kreislauf. Also es gibt eine Ergänzung, weil das Buch ist in dem Sinn sehr faszinierend, dass man immer in einem Format in dem Buch arbeitet. Dass man beziehungsweise ist jetzt ja dann eine spezifische Größe. Und man fängt dann auch gewisse Arbeiten an, das dann anzuschauen, wie man kategorisiert, wie man ordnet. Ja. Ich denke, gerade auch durch die Buchform oder das, was du machst in den Büchern, sieht man auch, wie eine starke Rolle auch die Poesie, also ich weiß auch, du hast Gedichte gesammelt und mit Wortspielen. Genau. Und das sieht man, denke ich, auch deiner Malerei an, dass auch wenn da ein geometrisches Formenvokabular vorhanden ist, dass du aber einen sehr poetischen Zugang hast, eben auch zur Geometrie. Du setzt sie ein als Hilfsmittel sozusagen, aber im Grunde genommen spielt die eher eine untergeordnete Rolle. Abschließend möchte ich dich noch was fragen. Ich weiß, du bist schon sehr viel in der Welt herumgekommen. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst und es die Pandemie zulässt, wo würdest du gerne die nächsten Jahre verbringen, aus künstlerischer Sicht? Das ist, glaube ich, jetzt gerade eine schwierige Frage zu beantworten. Also mich hat es natürlich zurückgezogen nach Mexiko, weil ich es sehr inspirierend und sehr bereichernd finde, die Zeit, die ich dort verbracht habe. Und in der Zwischenzeit jetzt ist das natürlich, wie gesagt, durch die Pandemie alles im Stillstand und auch gedanklich relativ schwierig, etwas zu erfassen, wo man sein möchte und wie es genau weitergeht. Aber ich denke, das wird sich dann vielleicht gegen Ende Jahr klären. Hoffen wir. Ja. Vielen Dank, Alex, für das interessante Gespräch. Danke dir, okay. Evelyn, danke.